Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 10.2 HD Remaster. Oh Gott, erste Aufnahme heute. Was passiert denn jetzt? Egal. Wir begeben uns heute. Oh, warte, vielleicht schaffen wir sogar beides. Mal gucken. Berg Gagaset steht heute an. Keine Mission. Kimari, der Älteste der Rons, ruft dich, Yuna. Vielleicht hat er einen interessanten Zero gefunden. Kimari, okay. Hi. Hallo? Kimari, sorry. Sorry about what? Kimari look for sphere for Yuna, but Kimari find nothing. Kimari disappoint Yuna. It's all right, Kimari. Of course I'm happy that you tried to help, but Yuna has to deal with Yuna problems. Kimari search mountain long time, but still one place Kimari not look. Fade's scar rises high on mountain. Scar is sacred ground, which Ronso not tread. Might still be some spheres up there. Summoners no longer climb mountain. Now only sphere hunters come. Kimari worry hunters defile sacred ground. Do you think it's LeBlanc and her goons? Maybe we should check. Is that okay? Kimari trust Yuna. Kimari not worry. Okay, okay. Ronso youth filled with anger, hate Guado. Kimari must stop fight, but Kimari not wise enough. Wir müssen sie mit Gewalt aufhalten. Denk selbst darüber nach. Lass sie doch mit Kimari reden und die beste Antwort geben. Die beste Antwort. Denk selbst darüber nach. Kimari agree with Yuna. Elder who rely on other, not worthy. I didn't mean it that way, Kimari. Kimari, thank Yuna. Burden of elder lighter now. Oh, das gut? Ist das gut? Prozente nein. Dennoch wichtig für später. Okay, die Frau neben Kimari. Aha, okay, hi. Auf Schultern des Ältesten lastet große Bürde. Er scheint übermüdet zu sein. Bitte hilft Kimari natürlich. Er ist ja auch der Älteste. Er scheint übermüdet zu sein. Die Frau neben Kimari. Okay, Kimari wurde da falsch geschrieben. Mit 1 antworten. Die anderen immer 2. Okay. Yunas Augen sehen es. Ältester wirklich müde. Okay. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gesagt, dass er übermüdet ist. Keine Zukunft für Ronso, bis Guado ausgerottet. Was soll die Guado denn tun? Nicht, was Guado tun kann, gut sein. Okay. Hallo? Also hier soll man wohl immer die zweite Antwort antworten. Werde mit Garrick in Kampf gegen Guado ziehen. Bitte denkt noch einmal darüber nach. Okay. Bereits mit Garrick besprochen. Okay. Ronso Youth grow strong. Destroy hated Guado. Garrick swear to mountain. Garrick avenge murdered Ronso. Was, wenn die Guado zurückschlagen? Das wird niemand glücklich machen. Okay, okay. Nein. Garrick hopes so. Oh. Let Guado learn of strength, mountain. Give Ronso. Oh, okay. Okay, die sind but auf. But if that happens, the fighting will never end. Ronso fight until end. Ach du Scheiße. Okay. Läuft hier noch wer rum? Guado haben auch ein Bettleben schwer gemacht. Guado, was Ursprung allen Übels? Vielleicht sind wirklich die Guado dran schuld. Auf ganz Bücher werden Guado gast. Ich soll immer das zweite antworten. Ältester ist Schwächling und Garrick ist langsam. So werden Guado entkommen. Dann bleibt niemand mehr zum Kämpfen. Er denkt genau darüber nach. Dagegen kann man nichts machen. Guado niemals entkommen. Okay. Und man soll den in der Berghöhle nicht vergessen. Okay.
so unangenehm. Role of Elder test Kimari more than cold mountain winds. Welche Mission? Role of Elder. Hier steht zweimal mit Kimari sprechen und die Mission annehmen. Welche Mission? Da steht nichts von der Mission. Astramasse. Ich spiel mich mal hier hin, ne? Das war falsch. Warte. Na, Gipfel? Nee, das ist aber... Das ist aber der hier oben. Okay. Aber... Das ist nicht weit weg. Oder? Ich weiß halt nicht, wo hier die Teleporter sind. Oh, Kämpfe. Toll. Kampf, Kampf, la la la. Oh, und Hinterhalt. Ja, super. So, Moment. Ich muss bei mir ganz kurz die Vorschau deaktivieren. Dann machen wir doch mal Olga. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen. Der allerdings nicht. Muss ich nach unten? Ah, tatsächlich. Wie früher. Hallo. Viele kommen ohne Erlaubnis hier hoch. Was denken sich Sedoranter dabei? Ja, sie sollten den Heiligen Berg in Ruhe lassen. Sie versuchen, das Rätsel des Berges zu lösen. Das ist nun mal der Wandel der Zeit. Heiliger Berg Gagazet ist Leben der Ronzo. Berg beschmutzen ist gleich Ronzo beschmutzen. Okay, den sollte man nicht vergessen. Prozente machen dann noch wichtig für später. Okay. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Ich würde mich aber dennoch, wirklich, um mir sicher zu sein, hier nichts zu verpassen, mich dem ganzen Berg heute widmen. Normalerweise wäre das eine knappe Sache. Warte. Allerdings möchte ich mir die Zeit dafür nehmen. Ich meine... Ich liebe Spira, ich liebe Final Fantasy X. Das wäre es gewesen. Oh, okay. Ist das jetzt hier Astramasse? Also bleibt ja nur, ne? Na, Astramasse. Irgendwie finde ich das. Also, warum steht da nicht Berginneres, also Berghöhle? Hier, genau. Nein, ich will ich nicht. Finde ich komisch, okay. Ich gehe mal hier lang. Ah, vielleicht ist ja hier some kind of treasure? No. Thought so. Okay. Ich würde eigentlich den Berg ganz normal bestreiten. Okay, hier unten ist Wasser. Ich weiß, ich gehe gerade kreuz und quer. Ich weiß. Das habe ich jetzt aber nur für den Guide gemacht. Oh. Okay. Was? Der hält ja gar nichts aus. Okay, vielleicht sind wir ein bisschen überlevelt. Kann das sein? Könnte gut möglich sein. Okay, der Pfeil zeigt nach unten. Was möchte mir der Pfeil denn sagen? Also, wo hört der denn auf? Weil dementsprechend würde ich dann aus der anderen Richtung kommen. Okay. Ich teleportiere mich mal zurück. Also das hier sind ja echt Kacklappen, ne? Da reicht auch Feuer. Krass. Okay. Also.
Ich hake mal eben... Hallo, wo ist meine Maus? Ich hake mal eben das hier ab, weil das habe ich nämlich gemacht. Die Frau neben Kimari mit 1, die andere mit 2. Mit Kimari reden und die beste Antwort geben. Ja, was ist denn... Was definiert denn die beste Antwort? Das irritiert mich leider. Oh Gott, da muss ich nach dem ganzen Gewusel hier gucken, ob die Prozente passen. Wir sind übrigens momentan bei 36%, was tatsächlich hinkommt laut meinem Guide. Ja, also genau genommen sollten wir bei 36,8 sein, aber das zeigt er mir nicht an. Wir sind bei 36% und ja, das passt. Deswegen, nach diesem Gewusel hier auf Berg Gagaset müssten wir dann bei 38 sein. Sofern das stimmt, mache ich mir dann auch keine Sorgen mehr. Wir latschen jetzt hier ganz gemütlich durch. Einfach nur, um zu gucken, was gibt es hier. Nehmen die Gegner mit. Irgendwie hier nicht drüber. Achso, doch, hier war auch früher eine Kiste. Jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es ja interessante Gegner. Mal gucken. Immerhin andere wie im Berginneren. Aber irgendwie können die alle nichts, ne? Was ist denn Antischuss? Schadenswert proportional zur Abwehrkraft des Gegners. Okay. Okay. Machen wir doch mal so. Ja, okay. We won! An empty win. An empty win, ja. Da fällt mir ein. Ich wollte mir einmal die Abilities anschauen. Was lernt Yuna denn aktuell? Die lernt hier ganz normal weiter den Multischuss. Also das, ne? Schön der Reihe nach, meine ich. Riku, Reismagie, Vidka. Boah. Ganz ehrlich, lern du erstmal Medica und danach Engel, bitte. Das wär mir lieber. Vidra ist schon gut, aber lern du erstmal Medica und Engel. Sie erlernt momentan noch Blitzka und danach Waska und dann ist sie durch. Das ist... Ah ja, den Itemschützen haben wir ja neu bekommen, ne? Ganz vergessen, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nächster Schutz. Magie plus 10, Magie Überfluss. Zauberschützen, bitte. Dann Schwarzmagie und Weißmagie. Hä? Achso, und Itemschütze. Ja. Ja, finde das noch schön. Den Itemschütze. Okay, Itemschütze ist... Ja, tatsächlich. Warte mal, lass mich mal eben ganz kurz schauen. Die haben die Angriffsformation, ne? Rico und Pain, ne? Das sollte ich vielleicht mal ändern. Was haben wir denn hier? Mystischer Schutz. Ich gebe den beiden mal Magieüberfluss, ne? Hier Ausrüstung, Rico und Pain. Nein, das ist falsch. Oh, die anderen sind gar nicht belebt. Magieüberfluss. Hier fehlt doch ein Modul. Warum kann ich den das denn anlegen? Also da fehlt doch... Okay, solange eins drin ist, scheint es zu gehen. Einmal bitte Weißmagie. Rico, Pain, bitte... Ja, ich komme durcheinander. Magieüberfluss. Schwarzmagie. Also Schwarzmagierin. Lichtstrom. Zauberblitz. Unbeirrbarkeit. Ja, ja, das ist soweit erstmal noch in Ordnung. Genau, und dann würde ich... Wie sieht das denn aus? Pain? Itemschütze? Was lernt man denn da so? Angriff? Okay, Kombikugel. Zwei Items werden zu einem kombiniert und eingesetzt. Ach, wie basteln. Potion. Benutzt eine heimlich mitgeführte Potion. Ach, das ist die Geschichte. Ja, 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 ich erinnere mich. Also das verbraucht dann effektiv keine Items. Ja, ja, ich, I remember. Items sind 80% schneller einsetzbar. Okay, das ist heftig. Verdoppelt die Wirkung von Items der 6 Elemente. Medizinkunde verdoppelt die Wirkung von Al. Okay, das ist. Ja, das ist.
Das hätte ich gerne. Also ja, das ist toll. Das ist schön. Das spricht mich an. Das ist schön. So. Und auch wenn es euch jetzt gerade irgendwie nicht passt, aber ich widme mich, wie gesagt, heute dem Berggagazett. Normalerweise könnte man sagen, ja, mach doch nur das, was du machen musst. Rush hier mal eben durch, hier und da, mach deine Mission. Und dann geht's weiter nach Xenakent. Aber in Xenakent ist halt wirklich tote Hose. Also da gibt's eine Mission wohl laut Guide, aber das war's dann auch. Also wirklich, da ist nicht sonderlich viel zu machen. Vielleicht ist es zeitintensiver, Vielleicht ist da zeitlich gesehen doch mehr los, als man vielleicht denken mag, aber so auf den ersten Blick, nein. Deswegen. Und außerdem Berggagazett. Ja, eigentlich, also ich muss zugeben, Berggagazett hat für mich damals immer, das war immer so ein Negativpunkt. Der Boss, Simo Obscura, hat mich immer ziemlich abgefuckt, weil ich für den immer grundsätzlich underleveled war, beziehungsweise no problem. Der spielt halt einfach mit unfairen Mitteln, ne? Da kannst du noch so gut gelevelt sein, finde ich. Der ist halt einfach unfair. Und deswegen. Oh, Härte Folger. Hergemusst, okay. Oder auch nicht. Ansonsten, ja, es ist halt ein relativ großes Gebiet. Was ich ganz schön strecken kann. Allerdings finde ich die Encounter-Rate hier schwer in Ordnung. Es ist auch zeitlich gesehen ein kleinerer Aufwand, weil wir halt nicht mit 7 Leuten unterwegs sind, die alle ihre Erfahrungspunkte haben wollen, eingewechselt werden müssen und sonst was. Und die Gegner hier sind halt echt. Die sind halt echt Firlefanz. Kann man nicht anders sagen. Burn! So. Sorry, we had to win. I'm not. Ja, und deswegen. Es könnte schlimmer sein. Kann ich hier mit diesen Städten. Das meinte ich nicht. Mit diesen Gebetsdingern interagieren. Leider nicht. Hätte mich gefreut, wenn Yuna da was zu gesagt hätte. Riku. Oh. Ja, Aua. Nice. Ja! Ist hier oben vielleicht eine Kiste? Was anderes? Sie kann da nicht mal runterspringen. Was ist das denn? Ja, schwach. Square Enix ist schwach. Also ich hätte da was hingepackt. Okay, so langsam werden die Gegner eintönig. Aber so groß ist dieser Teil nicht. Ashes to ashes. Ein Nachtkragen erhalten. Okay. Ist ein Ausrüstungsgegenstand, ne? Ein Accessoire. Ja, du, ne? Ich hab von. No problem. Okay, ja. Ich wiederhole mich, so langsam wird's eintönig. Oh. Ability Medica erlernt. Okay, das ging jetzt aber sehr schnell, ne? Also, das rauszuschneiden würde wieder mehr Zeit kosten, als es im Endeffekt nimmt. Also, ne, im Sinne von Zeit, die euch dadurch gewonnen wird, euch auf spannendere Art und Weise zu unterhalten. If you know what I mean. Das sind halt 30 Sekunden gewesen, glaube ich. You're not getting away. Confident, huh?
Vollgas bitte. Oh, Payne hat gleich keine Dingens mehr. Dann können wir ja mal zum Itemschützen wechseln. Itemschützen. Das klingt falsch. Itemschützen. Also ja, klar, es ist richtig gegendert, aber das macht irgendwie Sinn. Aber es klingt falsch. Egal. So. Ja, natürlich kommt noch ein Kampf. L'Arthur Le Mans. Ja, hier reicht aber. Oh. Hahaha. Oh. Okay, dann sehen wir jetzt in diesem Kampf. Nein, sehen wir nicht. Oh Gott, ernsthaft. Ja, dann wird halt. Ja, okay. Dann muss ich das gleich umstecken. Ich muss die Slots tauschen, weil ich will es ja natürlich euch auch präsentieren, ne? Ah, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Kostümpalette. Magieüberfluss. Wo kann ich denn? Hallo? Hallo, 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 hallo? Kann ich denn wechseln? Da. So, genau. Genau, genau, genau. Genau. Oh, hier sind Bonzo. Hallo. Von den Klippen der Astra soll ein Andenken an den Ruhm der Ronzo entstehen. Aber noch nicht wissen was. Etwas, das dem heiligen Ort würdig ist. Eine Statue von Yuna. Mit prächtigem Horn. Hatte Kimari damals auch schon. Damals schon? Weiß ich gar nicht. In diesem Teil? Weiß ich nicht mehr. So, hier kommen, glaube ich, keine Kämpfe. Hier war eine Truhe-Kiste gewesen mal. Ich drücke mal einfach Random X, indem ich in diese Schächte reingehe. Aber hier scheint nichts zu sein. Doch, da komme ich auch rein. Okay, keine Kiste für mich. Gut, und das hier ist der Eingang der Höhle, ne? Soweit mich alles täuscht. Oh. Must be up ahead. You mean we're supposed to climb this? No wonder the Ronzo never come here. Look! Aha! Mission gestartet. Finde die Kampfuniformen, um sich unbemerkt in die Villa von LeBlanc reinschmuggeln. Was? Reinzuschmuggeln? Werden Kampfuniformen benötigt. Ziel? In Besitznahme der Kampfuniform. Okay. Ich könnte jetzt auch einfach weitergehen. Aber dann sind wir im Höhleninneren. Da würde ich dann tatsächlich Killerreißer, was? Und wir haben volle MP. Gut. Okay. Dann keine Itemschützen. Gerade. Ist auch okay. Was wollte ich sagen? Dem widmen wir uns dann später, nach der Mission. Wie gesagt, heute Berggaggerset. Und wenn es zeitlich noch klappt, dann seiner kennt, aber oh nein, das wird schwierig. Das wird schwierig. Wir sind jetzt schon bei knapp 25 Minuten. Das. Oh Gott, das ist ein Höhleneingang. Im Ernst? Aber was machen die denn hier? Ich arbeite mal mit Feuer, okay? Das ist nicht so kostenintensiv. Und reicht völlig aus. That wasn't much fun. Will ich hier in die Höhle rein? Fragezeichen. Keine Ahnung. Waren wir hier schon mal drin? Die Steine fliegen einfach.
wenn Steine fliegen lernen. Oh Gott. Unfair. Passiert hier auch was? Nö. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Beim Klettern? Das ist aber gefährlich. Okay, Feuerer reicht leider nicht aus. Leider, leider. Ich weiß nicht, ob ich noch auf die andere Seite hätte gehen sollen. No problem. Oh, neue Gegner. Ja, Wasserne. Ja. Reicht. Another flawless victory. Das war aber falsch übersetzt. Sie hat nicht gesagt a perfect win oder victory. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen win und victory? Weil win heißt ja Sieg. Okay. Hä? Was ist das denn? Ich hätte die gerne, ne? Okay. Muss ich nicht verstehen. Oh. Okay. Lappen. Burn. We won! An empty win. Gut. Keine Kiste für mich. Nein! Yuna, was... What are you doing? Ich bin maximal verwirrt, ne, gerade. Okay. Wo bin ich denn hier? Das ist alles so verwirrend hier. Okay. Nee, dann nehmen wir Freigar, bitte. Blitzka! Jetzt fehlt nur noch Waska. Ich geh mal hier rein, ne? Oh. Ach, Kiste. Ja, geil. Nehme ich mit. Okay, wow. Phönixfeder ist ein bisschen traurig. Aber gut. Boah, keine Ahnung, wo es hier lang geht, ne? Keine Ahnung. Think there's anything up this way? Hä? If there is, we're gonna get blown away before we see it. This is suicide, turn back! Wo kam das denn jetzt her? Was? This is suicide, turn back! Okay, da geht's für uns nicht weiter. Hot spring in a place like this? But isn't this supposed to be sacred Ronso ground? Maybe this wasn't such a good idea. What?
You think some Ronzo boogeyman is gonna come get you? Better that than the boss. Know what I mean? Hey! You two been slacking off! No, we were, getting ready for duty. Just trying to, rejuvenate, sir. What's this? A hot spring? Were those LeBlanc's goons? Look, they forgot something! That sure was easy. The LeBlanc uniform. Well, as long as we're here. On sacred ground? No one's looking. Ziehen die sich jetzt auch aus, oder? Wird das zensiert? Oh, hallo! Mmm, this feels great. What have we here? What? Whatever. I know who's got it going on. Oh, excuse me? Stay away. Want to get hurt? You should check out pain. Ugh, hurt time. You want some? Ooh, let me help. Where were we? I didn't mean it. Too late. Alarmstufe rosa, Alter. Don't worry, I knocked him out. Maybe we should get out. I'm getting all roomy. I really needed that. Das war doch nur für den Fanservice. Kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, und dahin komme ich auch nicht. Aber wir sind jetzt von oben runtergestürzt, ne? Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Hallo? I'm on a roll. Und meine MP sind schon wieder aufgefüllt. Ja, komm, dann weiß ich nicht. Blitzer. Ach so, was? Och, ich bin dumm. Ja, okay, das war noch dümmer. Was war das denn jetzt? Da war ja alles verkehrt. Das war nicht nur der falsche Gegner, das war auch noch das falsche Element. Also der falsche Zauber. Too easy. Da hat ja gerade nichts gestimmt. Hilfe. Ich bin unkonzentriert. Ah, Speicherpunkt, okay. Wait. I want to see. Nee, das macht keinen Sinn. Obergehilfe. Angriff. Kanonenbieter. So muss das. So, da wird speichern. Ich speichere mal, ne? Ich komme nicht zurück zum Flugschiff. Was ist das denn? Okay. We'll be taking that uniform back. Huh? If we lose it, LeBlanc will give us the heal. Pech. Don't get careless. Fool me.
Oberkörper. Kanonenkörper. Dann zeigen wir denen doch mal unseren neuen Blitzgar-Zauber, oder? Klingt doch nach einem Plan, würde ich sagen. Opfer. Nichts zu melden. Aber gut, vielleicht sind wir auch ein bisschen überlevelt. Okay. Lousy Gold Wings! Oh. Falling down on people like that gave me a little surprise, that's all. For a little surprise, you sure took a while to come back. Who asked you? Ernsthaft? Er kämpft alleine? Er ist doch mit einem Vollgar tot. Okay, vielleicht zwei. Nicht mal. Kommt gar nicht. Ja. Glasbrosche erhalten. This is brother. How is everything? Mission accomplished. We found ourselves a uniform. Roger. We're on our way. Mission abgeschlossen. Kostümpalette fest wie Felsen erhalten. Well, it's perfect. We're off to Chateau LeBlanc. Let's settle the score. Auch diese Mission abgeschlossen und Kostümpalette Zeit des Sturms erhalten. Das ist ein Witz, oder? Warte mal. Nee, warte, das hat alles seine Richtigkeit. Ich markiere gerade nur. Nee, ich kann auch zurück. Okay. Oh, oh Gottes Willen. Ich kann auch zurück. Ich kann auch zurück. Alles gut. Ich würde nämlich gern speichern. Ich habe nämlich soweit alles richtig gemacht hier. Oh Gott, wie die läuft. Einmal bitte speichern. Dankeschön. So. Wir haben nämlich alles richtig gemacht, soweit. Deswegen, das würde ich gerne abspeichern. Und dann muss ich gucken, wie viel Prozent wir haben. Ja, das muss ich nachgucken. Und dann haben wir tatsächlich noch Zeit. Nicht mehr mega viel. Ja, ja, das entscheide ich, Kumpelchen. Kapitel 2. Spielverlauf 37%. Das ist nicht gut. Ich hätte 38 haben sollen. Oh oh. Ja, das passt mir jetzt so gar nicht in den Plan. Okay, hier habe ich was, aber das ist markiert, alles gut. Bitte, kannst du das bitte einfach richtig markieren? So. Habe ich hier irgendwas nicht gemacht? Ich muss mich jetzt veräppeln, ne? Also laut also nach Kapitel 2, ja. Andererseits, keine Ahnung. Könnte das hier mal. Ey, nicht, dass mir dann am Ende was fehlt, ne? Ich würde nämlich. Entschuldigung. Ich würde jetzt nämlich ganz gerne noch nach Zanakent. Eins war Zanakent Ziel der Media. Doch auch dieser Ort, der in die Geschichte Speedruns einging, ist ein Touristenort geworden.
Okay, warum fehlen mir jetzt Prozente? Also. Hast du seine Kent-Ruinen-Ereignis nach Ankunft? Also erst in den Ruinen oder schon hier? Oh, das passt mir jetzt so gar nicht ins Bild. Oh Gott. Okay. Oh, das ist jetzt doof, dass mir jetzt Prozente fehlen. Das ist nicht gut. Okay, ich rusche hier mal eben ganz kurz durch. Looks like business is booming. Oh, what's Pop thinking? Ja, jetzt habe ich natürlich Prozente, ne? Dadurch wieder gewonnen. Durch diese durch dieses Sequenz. Gut. Wir sollen mit Isaru sprechen. Tun wir das doch mal. War da eine Kiste? Ich hoffe nicht. Oh, meine Ware gibt's nämlich. Hier gibt's bestimmt Gegner, ne? Gibt es keine Kämpfe? Und auch keine Kisten anscheinend. Hm. Korrigiere. Oh. Ja, läuft. Waren wir ja noch gar nicht auf Berg Gagaset fertig, ne? Andererseits, wir waren ja in der Höhle, ne? Obwohl, kann Yuna da überhaupt ins Wasser? Weiß ich gar nicht. Kann die hier in dem Teil schwimmen? Ich weiß, dass man auch Blitzball spielen kann, wenn man will. Also, irgendwie, ne? Macht Sinn. Weiß es nicht, tatsächlich. Kiste! Und da hinten auch. Kiste. Zauberlöscher. Ein Item? Was? Entfernt Zaubereffekte, die auf einen Gegner wirken. Also ein Item mit dem Effekt Anti-Z. Verstehe ich das richtig? Well, well. Scheint so, ne? Okay. Sehr gut. So, wo war die Kiste? Hier. Kiste. Zwei Phönixfedern. So, was ist hier unten? Nichts? No treasure for me? This is sad. This is sad. Stimmt gleich wieder ein Speicherpunkt. Nee, aber das mit den Prozenten beunruhigt mich jetzt. Also. Ich meine, klar, vielleicht ist es auch nur ein Rechenfehler, ne? Im Guide sagt ja keiner, dass der perfekt ist, ne? Kisten sind hier. Zwei High Potions. Zwei Handgranaten.
Ich sauro. Well, hello. How's work? It's a never-ending struggle. As you can see, the monkeys are multiplying. They were harassing the tourists. We had to close down. So, Pop got told off by Uni and outsmarted by monkeys. That's gotta hurt. Oh. Well, I must be going. Now you behave yourselves. Hey, if there were more of these little guys, you think the place would empty out? It just might. Auf geheimer Mission. Für die Affen ist die Paarungszeit angebrochen. Finde den richtigen Partner für jeden Affen. Vielleicht passiert was Gutes. Hinweis, achte auf die Namen der Affen. Ich erinnere mich, ja. Oh, Kiste. Schaffen wir das zeitlich noch? L-Bombe. Was ist denn eine L-Bombe? Allheilmittel sagt mir schon mehr. Was ist denn mit ihm hier? Molin will jemanden ärgern. Und das kostet mich Gil? 7000? Nee, Quatsch. 74.427. Oh Gott, das kostet mich jedes Mal einen Gil, ne? Und hier sind Kisten. Mondschleier. Okay. Magiequelle. Okay, ich nehme an, alleine das Item hat den Wert schon wieder drin, was man hier an den Äffchen ausgibt, ne? Aber was machen die mit dem Gil? Lichtschleier. Odeus ist beleidigt. Der hat mir jetzt kein Gil geklaut. Durio sieht betrübt aus. Aber wie tue ich die denn zusammen? Löwenzahn sieht gerissen aus. Wie? 1000 Gil, ja, easy. Yang mag den Klang des Gil. Mango sieht eingeschnappt aus. Okay. Was genau ist jetzt Phase? Okay, hier kann ich speichern. Tue ich das mal? Speichern. Speichern. Für die Welt, den Frieden und den Segen. Gut. Können wir eigentlich... Können wir, ja. Oh Gott, was ist denn hier los? Elixier. Phönix wieder. Das sind dann doch ein paar mehr Äffchen, ne? Ich glaube nicht, dass ich das in knapp 12 Minuten noch schaffe. Allheilmittel? Nochmal Allheilmittel? Warum sind hier so viele Kisten? Zwei Äther. Alter, krasses Zeug. Ich würde ja gerne die Äffchen anquatschen, aber ich kann mir die Namen bis dahin eh nicht mehr merken. Also ich glaube, das war's dann hier an der Stelle. Ich meine, guck mal, wie viel das sind. Ah! Lapis ist verliebt. Lapis ist verliebt? Mitnehmen sein lassen. Okay, es ist mal ein Affe verliebt und den muss man dann zu seinem Schätzchen bringen. Ich nehme mal an, da gibt es eine Karte im Internet, ne? Die würde ich mir dann raussuchen. Einfach damit es nicht allzu lange dauert. So, hier ist damals Yuna Leska gestorben. Sorry for that spoiler, but ja, die hat halt ein ziemlich großes Loch hinterlassen, ne? Das ist neu. Beziehungsweise, nee. Wir kennen es ja aus dem ersten Kapitel, ne? Aber vielleicht gibt es ja eine Kiste. Yeah. Oh wow. Okay. Wenn das so weitergeht, muss ich cutten. Wenn auch unfreiwillig. Ability Engel erlernt. Gut, dann möchte ich ganz gerne
nachgucken, was sie als nächstes lernt. Abilities. Riku. Weißmagie. Erzengel. Nein, du, ganz ehrlich, das dauert dann mir ein bisschen zu lange. Mach mal bitte Weißmagie Level 2. Weißmagie ist 30% schneller einsatzbereit, das finde ich gut. Das priorisiere ich mal. Und danach dann gerne Wiedger. Ehemals Vigra. So eine Kiste. Nun komm. Immerhin mit anderen Gegnern. Weißling im Oversoul. Gut. Damit ich an dem nicht lange zu kämpfen habe, kriegt ihr einmal ein volles Folger ab. Ashes to ashes. Das war's mit den Weißlingen und das war's auch gleich mit dem Nashorn. Effortless. Boah, musste ich aufstoßen. Ich bin heute nicht sehr gesprächig, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. War da hinten ein Spheroid? I'm gonna kick you in the spleen. Spleen? Okay, schneller, schneller, schneller. Zeit ist Geld. Nice. Gut. Was ist das denn für ein Käsekästchen hier? Ist das normal? Okay. Oh, wow. Oh, wow. Smoking's bad for you. Der steht noch? Okay, wenn das so weitergeht, muss ich gleich zum Itemschützen wechseln mit Pain. Ach, aber die kann ja normal angreifen. Die muss ja nicht zwangsläufig heilen. Die kann ja ganz normal schießen. Angreifen, stimmt. Ach, dann eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber hier, der ist leer. Der ist leer. War hier jetzt überhaupt eine Kiste? Alter, jetzt ist der Gecko im Oversoul alleine. Gleich haben wir aber auch alle durch, ne? Ja, das war jetzt verschwendet, ne? Ich hab's auch gemerkt. Ja, gut. Keine MP mehr. Gerade so gereicht. Oh hey, dann sehen wir im nächsten Kampf Pains Itemschützen. Kostüm. Bla. Gut, ich hoffe, dass jetzt hier keine Kiste versteckt ist. Gut. Pain, einmal bitte zu Itemschützen werden. Dankeschön. Nett. Okay, I'm in a generous mood. Get ready for lots of presents with your name on them. Okay. Anua. Das ist ein ganz schön schweres Geschütz, ne? Kombikugel. Was? Okay. Das sind unsere Items. Was passiert, wenn ich jetzt zwei L-Bomben zusammentue? Warte. Oh! Cluster. Das ist echt wie Basteln. Das ist wie Basteln. Das ist ein krasses Kostüm. Also so von den Möglichkeiten her, ne? Gut. Damit hätte sich auch übrigens die Frage geklärt, ob ich es noch schaffe, heute das Äffchen-Spiel, also Spiel, ne, dass die Affenpaarungsmission abschließe. Und nein, das schaffe ich heute leider nicht mehr. Ob wir es dann direkt beim nächsten Mal machen, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Ich schätze nicht. Ich glaube, dann gehen wir erstmal nach Guadosalam. Mal gucken.
Oh, Level up. Level up. So. War hier jetzt eine Kiste? Ich hab... Oh Mist, das geht gar nicht. Chance zum Präventivschlag. Okay, die Gegner sind hier leider langweilig. Und das Itemschützenkostüm ist jetzt auch nicht gerade das schnellste. Ja, okay. Aber gut, was soll ich machen, ne? Was soll denn das Gift? Weißmagie Level 2. Ability Potion gelernt. Und jetzt kann sie einfach so Potions einsetzen. Ohne aktiv welche zu verbrauchen. Ein Hinterhalt, na toll. So, warte, das will ich testen. Unikat, Potion, benutzt eine heimlich mitgeführte Potion. Das dauert aber ganz schön lange. Tatsächlich. Wenn ich jetzt nachgucke, nö, 99 Potions. Krass. Aber das dauert ganz schön lange. Lass uns mal zwei Billiggranaten nehmen. Davon haben wir genug, die setze ich sonst eh nicht ein. Ananas! Hä? Okay. Zwei Bomberseelen? Ja, das werden, glaube ich, verschwendet, ne? Also, da Feuersturm, das kennt man ja. Ja. Ja, okay. Ich muss Riku heilen. I have to heal Riku. Weißmagie. Riku, Medica. Dankeschön. Einmal bitte. Komm hier. Vita. Ja, das passt schon. Der Rest geht durch Beten wieder weg. Die Kämpfe sind hier ganz schön penetrant, ne? Nee, nochmal nicht. Okay. Oh, die Folge ist gleich vorbei, aber ich würde hier gerne noch raus. Zum Speicherpunkt, wenn es geht. Aber nee, hier war jetzt echt keine Kiste. Ich möchte die Folge nicht überziehen, Spiel. Dankeschön. Sehr gut. Ich hoffe, jetzt kommt kein Kampf mehr. Gut. Na, nicht da wieder rein. Gut, das Affen-Ding machen wir dann beim... Nee, ne, wann anders? So, ich hoffe, ich habe jetzt hier jede Kiste geöffnet. Ja, doch, wird schon. Oder war hier noch was? Was ist denn aus, viele Äffchen? Nee, das hätte ich gar nicht geschafft zeitlich. So, Speicherpunkt. Freunde, ja, ich speichere hier und dann, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.